zum nächsten Planeten. Hä? Wir verlassen diesen Ort. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir als nächstes hingehen. Wir müssen jetzt eigentlich, jetzt wo wir Story-Planeten gemacht haben, ja, eigentlich wieder so ein bisschen rumfliegen und gucken, was uns hier noch so erwartet. Als die große Uhr aktiviert wurde, schloss sich Orvus in ihr ein, um sie vor jenen zu schützen, die sie zum eigenen Vorteil nutzen wollten. Während seiner Herrschaft hat sie sie nur dreimal verlassen. Hat er sie nur dreimal verlassen? Ja dann. So. Schauen wir mal, was wir hier noch für hübsche Planeten haben. Eine Menge. Ich habe deine Navi-Einheit angezapft, damit wir kommunizieren können. Okay. Verstanden. Was ist in Axiom City? Ein Unternehmen namens Pollux Industries. Sie suchen für Nefarius nach Zoni-Technologie. Sie führen eine Datenbank über jedes Obsidian-Auge im Universum. Oh ja, ich habe mal eins auf Mardi Gras gefunden. Schade, dass es die hohle Fuiden zerlegt haben. Mardi Gras. Einfach ins Gebäude reintanzen lassen. Wir müssen etwas aggressivere Methoden anwenden. Ach, guck mal, auf dem Planeten können wir sogar erst sein, wenn wir das hier haben. Well played. Ja, ab in die Tiki-Bar, da wäre ich auch schwer dafür. Da wäre ich auch schwerstens dafür, ey. Oh, warte. Muss hier immer... Oh, shit. Das richtig timen. Ich will jetzt mal sehen, ob das das kann. Keine Ahnung, wo das immer lang rollt, aber es rollt. Ah, ich hab da so eine Idee. Yep, die geht, geht sich aus. So, Mr. Zucker und die Kugel werden jetzt hier einfach ein bisschen aufräumen. Ah, scheiße. Das war schon richtig. Ich kann das Dynamo sogar la... Au, jo! Ah, das war mir noch gar nicht bekannt. Guck mal, wie groß sie wird, die Kugel, wenn man die auflädt. Oh, jo. Okay, dann sieht das ja gar nicht so kacke aus. Ah, na dann. Okay, okay. Dann kann man die bestimmt das ein oder andere Mal gebrauchen noch, ne? Aber das bin ich noch nicht gewohnt. Das mit diesem Aufladen finde ich irgendwie total seltsam. Eigentlich will ich das gar nicht. Ich will das mit dem Aufladen nicht. Ich finde das tatsächlich gar nicht so cool. Ganz normal soll er schießen. Einfach nur ganz viele Laser hintereinander rausknallen. Ja, oh, das ist viel lustiger. Das hat viel mehr Impact. Oh! So, siehst du? So ist mir die Waffe irgendwie um einiges lieber. Oh, warte. Jetzt. Das Mittelteil ist komplett sinnlos. So, hallo Zoni. Na, mal den Kollegen auch. Und der Planet ist damit auch abgeschlossen. Easy. Schiffsseil. Dieses kinetische Schiffsseil ist perfekt dazu geeignet, Objekte zu bewegen, ohne dass du dein Raumschiff verlassen musst. Drücke Dreieck, um das Schiffsseil einzusetzen. Okay. Mal gucken, inwieweit uns... Oh, der Planet ist, gilt aber noch nicht als abgeschlossen, sehe ich gerade. Oh. Hm. Na schön. Erst so durch die ganzen Asteroiden durch. Waren wir hier schon? Eilmeldung. Nee. Chaos und Panik verbreiten sich in der Galaxie. Da war gerade ein Goldbolt. Habt ihr das gesehen? Ah, muss ich hier wieder Gegner zerstören? Okay. Tut mir leid. Vom Radio versteht man mal wieder nichts, aber... Ich schieße jetzt hier mal ein bisschen mit, Mr. Zucker, ist ja eh schon Level 4.
Alter. Ganz Planet kann sich hier ausrasten. So, ich hoffe, diesmal übersehen wir nichts. Damit wir nicht wieder extra suchen müssen. 6 Stück noch. Wo treiben sie sich rum? Da schießt der Herzog Con. Und einer noch. Da ist er. Schön. Gib mir den Goldbolt. Na also. So. Und der ist natürlich direkt hier. Und wir können den Planeten verlassen. Wenn wir wollen. Ich denke, genau das wollen wir auch. So, nächster Planet. Oder schalten wir jetzt erstmal ein paar Sachen aus. Ich glaube, wir schalten jetzt erstmal ein paar Sachen aus, oder? Zum Beispiel den Kollegen da drüben. Lombax identifiziert. Alarmiert Dr. Nefarius. Ah, ich mag das ja einfach mit der Musik hier. Wäre der Soundtrack nicht so cool, würden mich diese Weltraumsachen wahrscheinlich sogar nerven. Aber das haben sie gut hingekriegt. So, Schaden mal 2. Jawohl. So, ein Schiff noch, dann ist alles offen. Schilde deaktiviert. Ofenverstärkung. Boom. Feierabend. So. Und was auf dem Planeten? Vela Alpha. Hier waren wir auch noch nicht. Nee. Aber hier ist auch was mit den Stiefeln. Offensichtlich. Es gibt auch verschiedene Wege. Oh, der eine führt mich zum Goldbolt. Jetzt wissen wir, warum es da verschiedene Wege gibt. Ja, geil. Ja, Weltklasse. Halt! Oh. Du Doofkopf, Ratchet. Na, warum macht er denn das immer? Lemonfish, für den Sub hat es leider nicht gereicht, trotzdem eine kleine Unterstützung. Danke vielmals dafür. So, wenn er jetzt mal nicht abdriftet, der Kollege. Und diesmal fahren wir da lang. Alter, das sieht geil aus. Okay, wow. Natürlich springe ich genau da dazwischen. GG. Natürlich springen wir exakt da dazwischen, Mann. Das Ganze bitte noch einmal richtig. Den Sony wollen wir schon haben. So, diesmal ist es gut gegangen. Hui! Okay, und alles explodiert. There we go, 13. Zoni. Und zurück zum Schiff, bitte. So, ich denke mal, wir werden hier alles haben, weil Zoni und Goldberg gefunden. So sieht's aus. Und da wäre unser nächstes normales Ziel, unser nächster Planet. Na, dann so soll es sein. Okay, wir haben's. Wir sind durch. Alles richtig gemacht. Planet Terrachnos. General Azimuth offenbart, dass die einzige Möglichkeit, mit Clank zu reden, die Verwendung eines Obsidianauges ist. Dies ist ein Gerät der Zoni, das... Ach, leck doch mal Arsch. Zoni. General, bitte melden. Ich bin in Axiom City gelandet. Wo sind Sie? Ich hatte ja leider ein paar Probleme. Ich musste unseren Plan geringfügig ändern.
Was genau heißt Ender? Ja, ist echt so. Was heißt denn das? An alle Einwohner, der Lombax-Schurke Alistair Azimuth wurde im Stadtgebiet gesichtet. Truppen sind unterwegs zu eurem Schutz. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Du musst... Tesla-Geschütze? Tesla-Geschütze sind tolle Verteidigungswaffen. Eins ist effektiv, zwei oder mehr sind absolut vernichtend. Sind Ganoven im Anmarsch, werfen sie Tesla-Geschütze. Schädliche Elektrizität fließt zwischen den Geschützen, vernichtet nahe Feinde und schützt ihre Haut. Je mehr sie werfen, desto sicherer sind sie. Tesla-Geschütze, erhältlich nur bei Rumblenet. Okay, das Ding ist richtig geil. Das habe ich auch sehr gerne benutzt in anderen Teilen. Willkommen zurück, Chef. So, können wir uns jetzt leisten. Diese mit Trillium umhüllten Stacheln enthalten Grummelnets patentierte Bogenschock-Kondensatoren. Den neuesten Schrei in der automatisierten Verteidigungstechnologie. Kombiniert mit einem automatischen Thermoziehsystem versetzen diese Stacheln jedem Feind in Reichweite einen vernichtenden elektrischen Schlag. So. Das ist gekauft. Um jeden Preis. Das geht hier. Oh, Rüstungen! Können wir uns sogar leisten. Geil. Die Ektoflux-Rüstung steigert die Nanotech-Lebensdauer deutlich dank eines Apogee-Recycling-Systems und wehrt so bis zu 15% allen Schadens ab. Oh, geil. Das ist ja der neueste Hit hier. Vielen Dank für etwas bessere Rüstung, etwas mehr Lebenserwartung. Das trifft sich doch schon mal ganz gut. Wohin? Oh, wahrscheinlich da drauf. So. Ja, wie sieht das hier eigentlich aus? Oh, okay. Wohl recht viel mit, hier muss wohl recht viel mit dem Schwunghaken gearbeitet werden. Oder wir gehen da lang. Jetzt ist die große Frage, was erscheint richtig? Ich glaube, das hier hat was, mit... Zeig, was du kannst. Ich kann mich um die Bolts kümmern. Okay, was mit dem ganz großen Ding da? Alles klar, der will mir an die Wäsche. Gott! Aha. Wieder versteckte Kisten. Ja, das geht ja soweit. So. Das geht wohl von alleine. Hast du von dem Lombax gehört, der die Stadt terrorisiert? Was? Okay, das holt ein Schiff zurück. Aber zurück wollen wir gar nicht. Was ist denn hier los? Cyrex! Nun ja, ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Also, Hallo! Hallo, Cyrex! Vielen Dank! So, wo gehen wir denn jetzt zuerst lang? Da oder da? Viel zu viele Möglichkeiten schon wieder. Du hast es nicht mal ins Hoverboard hingeschafft. Das war eine Intrige. Das weißt du. Oh, scheiße. Okay, ich dachte, wir backen uns jetzt noch irgendwie durch. Schade, das hat nicht funktioniert. Oh, yo. Den ganzen Weg aber nochmal. Na, es geht. Ich glaube, wir hätten nicht direkt auf das Feld drauf springen dürfen, ne? Das bewegt sich ja offensichtlich. Ach, so ist das. Okay.